Am Tempelberg in Jerusalem hat ein Palästinenser einen Israeli getötet und 4 weitere verletzt. Die israelische Polizei hat den Angreifer erschossen. Bei den beiden Schwerverletzten soll es sich um Zivilisten, bei den Opfern mit leichten Verletzungen um Polizisten handeln. Die Hamas-Organisation veröffentlichte eine Erklärung, in der sie den Vorfall als heroische Operation bezeichnete. Der Widerstand der Palästinenser gegen die zionistische Besatzung werde weiterhin mit allen Mitteln geführt, erklärte sie.